Radio Weibele. So, kommt einfach mal ein bisschen alle hier zusammen, weil wir wollen ja das Bild schön verdichtet haben. Es soll blau werden über Umstadt. Die blaue Abendstunde. Kommt ein bisschen genau und macht mal die Arme nach oben, dass die Gesichter frei sind, damit man ein paar schöne Bilder machen kann. Und kommt bitte alle hier so ein bisschen verdichtet zusammen. Und wer noch keine Ballons hat, der gibt den anderen was ab, wenn ihr zu viele habt, damit jeder einen Ballon hat. Christliche Tugend. Und versucht so ein bisschen das zu entzerren, sonst fliegen 5 Ballons auf einen Schlag los. Versucht die Ballons zu vereinzeln. Und wer noch keinen Ballon hat, der nimmt einfach ein, zwei zu beiden Seiten. Genau so. Versucht die Ballons aufzuteilen und wenn es geht, nicht als Masse losfliegen zu lassen, sondern versucht mal die ganzen Bänder, wenn es geht, zu entzerren. So, es ist 6:03 und ich möchte gerne unserem Intendanten und dem Initiator Rainer Volk mal jetzt das Wort geben. Ja, Initiator, ich denke, an diesem Projekt sind ja ganz, ganz viele beteiligt. Erstmal toll, dass doch so viele zusammengekommen sind. Ich muss sagen, so ein ganz, ganz wenig Frust hat sich doch breit gemacht, als wir hier um 6:10 standen. Da war dann meine Frau, da war der Christoph Kleinert und noch 2 Leute. Aber wir wussten ja, dass wir unglaubliche Reserven dann noch im Dekanatszentrum haben. Ja, noch wenige Stunden, dann geht es zum 7. Mal mit Radio Weinwelle on Air und wir haben gedacht, wir müssen mal nach 7 Jahren eine besondere Aktion starten. Wir müssen dieses on Air gehen wirklich etwas versinnbildlichen und ich denke, das können wir am besten, indem wir gleich diese Luftballons steigen lassen. Zunächst möchte ich aber nochmal ganz, ganz herzlich den Technikern vor allen Dingen danken. Die Techniker, die sind seit Wochen im Einsatz, um letztlich den ganzen Hintergrund zu liefern, der es uns überhaupt möglich macht, dann mit Radio Weinwelle redaktionelle Beiträge zu machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ganz herzlichen Dank an die Techniker. Dann möchte ich... Ja, ich bin... Besser nicht klatschen, weil dann die Sachen hochfliegen, sondern eher ein nettes Jodeln. Nee, wir wollen hier. Gibt es eine ganz neue Sache in diesem Jahr. Wenn ihr den Blick nach rechts schweifen lasst, da wurde in Eigenarbeit ein ganz eigentümliches Konstrukt geschaffen. Das soll uns noch mehr live nach draußen bringen, dieser Wagen. Wir werden also mit dem Bollerwagen über das Winterfest laufen, werden Live-Beiträge machen, Live-Schaltungen haben. Auch da steckt eine gewaltige Arbeit drin, nicht nur Technik, sondern auch Arbeit. Auch da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank euch allen. Ja, ich denke, wir sind hier wirklich eine ganz bunte Schar, nicht nur im Sinne von jung und alt, mit Ballon und ohne Ballon, mit T-Shirt und ohne T-Shirt. Ganz, ganz viele sind bei Radio Weinwelle inzwischen 7 Jahre dabei. Dann haben wir welche, die dieses Jahr neu dazugekommen sind. Auch das ist toll. Ich denke, davon lebt dieses Projekt. Immer wieder neue Leute und dann ein Stand oder ein Stamm von Leuten. Ein Stamm von Leuten, die schon seit vielen Jahren dabei sind. Ich will jetzt gar nicht viele Worte verschwenden mehr. Ich hoffe auf eine tolle Sendewoche. Ich hoffe, dass wir neben der vielen Arbeit auch Spaß an der Sache haben und dass möglichst viele Leute natürlich Radio Weinwelle hören. Wir wollen jetzt noch mal ein schönes Foto machen und da gebe ich die Anweisung einfach mal an Sie. Ein bisschen mehr rüber, damit wir die Kirche noch im Hintergrund haben. Nämlich wir sind ja ein evangelisches Veranstaltungsradio. Ach ja, ich guck mal da vorne hin. Die Aktion scheut er, um gute Fotos zu machen. Und dann lassen wir Radio Weinwelle sinnbildlich erstmal nur Luftballons on air gehen, bevor es heute Nacht über den Sender mit den redaktionellen Beitragen losgeht. Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Ja, das ist wie im richtigen Leben. Einige brauchen ein bisschen mehr Zeit, um an Höhe zu gewinnen. Einige sind ein echte Senkrechtstarter. Naja, und ein paar sind auch hier unten, aber die werden jetzt aufgehoben und das ist schön. Ja.
mittlerweile aus, ne?